Wir sind jetzt hier zustehen und bei mir steht der Dionys Kippel. Er ist von Leik, er ist Skirennfahrer und hat mir verraten, er hat heute Morgen schon trainiert. Was genau hat er schon gemacht? Ja, ich habe heute Morgen trainiert, das ist richtig. Ich war im Kraftraum hier zustehen. Genau, und habe morgen schon geschafft. Jetzt so, dieses Jahr geht er wahrscheinlich nie ins Ausland trainieren. Vor Ort hat es ja eure Umgebung, wo man gut trainieren kann hier im Wallis. Wo geht ihr und wie sieht so ein Training überhaupt aus jetzt im Sommer? Es geht so aus, ab dem 20. Juli werden wir wieder ein Skitraining haben, zu Asfee und Zermatt auf dem Gletscher. Und das geht so aus, dass wir hier morgen zu den 5 der Wecker haben, dass wir nachher gutes Morgen essen und dann geht es zuerst einmal eine Stunde mit der Bahn auf den Gletscher. Und dann werden wir hier circa ein Training absolvieren von circa 4 Stunden. Und dann geht es eigentlich nachher wieder ab, gehen wir zum Mittagessen, gibt es einen kleinen Powernap von 20 Minuten und nachher ist eigentlich der Ski machen angesagt, Videoanalyse und Konditionstraining. Letztes Jahr war er in Argentinien am Trainieren. Was ist jetzt der Unterschied, wenn man wieder in den heimischen Bergen trainieren kann? Ja, dass wir hier noch in einheimischen Bergen sein kann, das ist natürlich wunderschön. Wir haben wirklich die Gletscher vor der Haustüre. Das ist natürlich nicht überall so. Was ein kleiner Vorteil ist halt in Argentinien oder auch in Neuseeland, ist, halt, dass wir hier auf weniger hoch trainieren können. Das heisst, hier im Wallis sind wir auf 3.800 Meter und das ist natürlich einfach von der Üsttür her halt wieder mal anders als am Meer unten. Wir schauen kurz zurück auf die letzte Saison. Da habt ihr ja auf eigene Füße trainiert, weil ihr nicht im Kader seid dabei gewesen. Jetzt aber seid ihr wieder im Kader dabei. Ist da die Erleichterung gross? Ja, die Erleichterung ist riesig, ja, das ist so. Aber wie gesagt, ich war die letzten 2 Jahre nicht im Kader gewesen. Da war schon ein gewisser Druck da gewesen, auch finanziell, aber auch sonst. Wir geben sonst das ganze Leben lang Vollgas für den Skirennsport und darum ist umso schöner, hat jetzt das letzte Jahr geklappt und bin jetzt wieder im B-Kader von Swisski. Ich habe es gerade angesprochen, eine finanzielle Frage. Wenn Sie jetzt nicht gelangt hängen für das Kader, hätte ihr es gleich noch mal probiert auf eigene Füße und wollen weitermachen? Das ist so, dass es halt sehr darauf achten, wie die Saison verlaufen ist, wie man sich gemacht hat während der Saison, ob man verletzungsfrei geblieben ist und auch auf eine Art ist sicher eine finanzielle Frage, aber ich denke auch, wenn das wirklich der Traum ist, das weiterzumachen, dann hängen wir da sicher eine Lesung gefunden. Wie sehen jetzt die Ziele aus für die neue Saison, die kommt? Die Ziele für die neue Saison wären sicher weiter in die Top 10 Plätze im Europacup einzufahren. Und ein grosses Ziel für die nächste Saison wäre auch mal ein Weltcup-Debüt zu feiern. Jetzt war dieses Jahr doch recht früh ein Saisonabbruch. Und hat man da wirklich mehr Zeit für Familie und Kollegen? Ist das so? Und wie unternimmt man da die Zeit und genießt man das mit der Familie und den Kollegen? Ja, wir haben einen Monat früher haben wir die Saison fertig gehabt. Das heisst, wir haben schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, ist gut zu erholen, aber mal anders zu machen. Weil jetzt ist die Saison gleich noch recht lang, mit August, September in Argentinien schon. Haben wir jetzt wirklich, oder habe ich jetzt wirklich persönlich die Zeit können nutzen, um mehr hier in der Region zu sein, mit den Kollegen und Freunden viel Sport zu machen. Und das ist sicher ein grosses Plus in der Saison. Jetzt hat er vorher gesagt, er hat morgen schon trainiert. Kurze Pause für dein Interview. Wie geht es jetzt weiter? Nur mal trainieren? Ja, es geht so, jetzt nach dem Interview gehe ich weiter arbeiten. Ich mache noch das Praktikum bei der Kippenlage. Heute ist mein letzter Arbeitstag offiziell. Und dann werde ich nachher am Abend noch mal trainieren und morgen geht es weiter mit dem Training.